Wir sind ein Holzbaubetrieb, mittlerweile schon in dritter Generation geführt und sind eben momentan auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern. Gegründet hat das Unternehmen unser Großvater 1955. Dann hat das unser Vater 1985 übernommen. Und wir führen das Unternehmen, ich und der Lukas, seit 2018. Wir haben dann die Firma in der GmbH umgegründet, in die Leitner Holzbau GmbH. Ich bin der Lukas Leitner, der Bruder von der Arit Leitner, der Jüngere in dem Fall. Und wir machen das eben seit 2018 zusammen, den Holzbaubetrieb. Und da teilen wir das so auf, dass ich die Planung und Bauleitung mache. Und dann geht das quasi nahtlos über zum David. Er macht dann die ganze Ausführung und die ganze Einteilung mit den ausführenden Mitarbeitern. Und das ist das Schönste bei uns beim Holzbau eben, diese Zusammenarbeit, nicht nur von Bruder zu Bruder, sondern eben im ganzen Familienverbund, wie das gewachsen ist. Und eben auch, das wollen wir bei den Mitarbeitern weitergeben, dass man sagt, schaut, ihr könnt Teil der quasi Leitner-Familie werden, vom ganzen Team, und der kann sich selber verwirklichen. Und wenn ich dann vorbeifahre mit dem Auto und schaue, da war ich dabei, dort habe ich mitgewirkt, das ist für mich eigentlich das Schönste. Ausführungsmäßig haben wir einen Standort in Metnitz. Da ist eben geplant die Erweiterung von einer Obbundhalle und Aufstockung für ein Büro. Und der zweite Standort ist eben in Moosburg. Da haben wir eben das Büro, wo die Techniker und die Planer arbeiten. Momentan werden die Mitarbeiter für einen Standort in Metnitz gesucht. Das heißt eben, dass man dort in der Ausführung eben noch stärker werden und einfach ein bisschen größer und das Ganze besser meistern können. Ne? Das Besondere an uns, an Leitner Holzbau, ist eben der Zusammenhalt und auch das Familiäre, sage ich einmal jetzt. Also wir haben echt mit jedem Mitarbeiter ein gutes Einvernehmen. Wir können mit den Vorarbeitern, mit den Gesellen oder sei es der Lehrling, mit allen alles gut ausreden. Wenn es Probleme gibt, wird das besprochen und so glaube ich, dass man zusammen gut in die Zukunft gehen kann. Auf der Suche sind wir momentan nach einem Zimmerer-Vorarbeiter, das war immer das Wichtigste. Also einen Zimmerer-Polier, der eben selbstständig arbeiten kann, das wäre das um und auf, sage ich mal. Dass man einfach sagen kann, wir reden mal die Projekte aus, dann wird alles besprochen und dann wird das Projekt quasi übergeben und er arbeitet das selbstständig ab. Das Wichtigste, was man mitbringen sollte, sage ich mal, ist die Motivation oder die Freude zur Arbeit, weil ich sehe das selber von mir, wo man mit einer Freude bei der Arbeit ist und mit positiven Gedanken, sage ich mal, dazugeht, nachher kann sich was Gutes entwickeln und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn du glaubst, du bist der Richtige für unser Team, dann bewirb dich jetzt.